Guten Morgen! Heute die letzte Tour, heute die letzte Bastion. Heute geht's ins Finale, wie man unschwer erkennen kann, an der zweiten Garnitur unserer Leiberl. Ja, wir werden es so wie beim letzten Mal haben. Der Sonnenschein wird uns wahrscheinlich nicht hold sein, aber das macht nichts. Und das geht's ja nicht nur, oder? Super, sechster Tag, letzte Tour. Unglaublich! Also ich bin so. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll, weil wir haben jetzt vielleicht noch 20 Kilometer, wenn sie sind, und die werden wir hoffentlich gut nach oben biegen können. Ja, und somit, wir haben heute da hinter sich bei unserem Lokal, wo wir heute übernachtet haben, Spitzenlokal gewesen, gutes Essen, also war wirklich super, Bett, alles super, ja. Hat alles 1A hingehauen. Also Leute, das müsst ihr euch vorstellen. Ja. Okay, wir werden das jetzt das letzte Stück angehen. 20 Kilometer warten, ein bisschen Abkürzung, eine schönere Abkürzung, nicht, das nicht, aber ein Umweg, sagen wir es mal so, aber eine schönere Variante und von der werden wir uns jetzt überzeugen. So Gott will, werden wir uns in Mariazell wiedersehen. Wieder mehr. Auch der letzte Tag verlangt natürlich noch mal alles ab, ist eh ganz klar. Regen, Wind, Aufstieg. Naja, also ein glücklicher Einmarsch ist uns noch nicht vergönnt. Aber wir nähern uns dem Ziel. Wir nähern uns dem Ziel. Und das ist schon sehr viel. Das ist viel wert, aber wir müssen da mehr kämpfen, als uns lieb ist. Auf der Originalstrecke hätten wir keinen Berger. Jetzt haben wir einen. Aber den werden wir bald geschafft haben. Hier ein kurzer Einblick in das Tal. Die Wolken. Also, so her gesehen, ja, passt eh. Ja. Da kriegt man es auch schon immer drauf an. Ja, also ich melde mich dann später noch einmal. Das Ziel nähert sich mit großen Schritten, 3 Kilometer noch, dann sind wir in Mariazell. Wir können es ja gar nicht glauben. Ja, nette Gruppe wieder kennengelernt. Der Joe da vorne, auch schon ganz euphorisch. Ja, der Weg war nicht leicht, das war doch auch mit einem Aufstieg. Also wir sind da hinten von diesem Tal, wo jetzt die Wolken drin hängen, von da sind wir rausgekommen. Und ja, was soll man sagen? Wir sind natürlich nach wie vor überglücklich und können es noch gar nicht richtig realisieren. Ja, Glücksgefühle werden dann kommen, wenn wir durch den Torbogen gehen, so wie beim letzten Mal. Ja, jetzt kommt dann schon langsam dieses Aha-Gefühl. Dieses Aha-Gefühl, ja genau. Aha. Ja. Also nachträglich gesehen, auch wenn es anstrengender war, sind wir schon froh, dass wir diese Strecke von Freien
über schöne Ebengangen sind, war sicherlich die schönere Variante. Ein paar Kilometer und Höhenmeter mehr, aber körperlich sind wir ja schon so eingestellt gewesen, dass uns eigentlich nur der Wind und der Regen ein bisschen, naja, versucht hat, die Laune zu trüben, was ihm nicht gelungen ist. Und jetzt, geht's langsam ins Finale über, um nicht zu sagen, das ist schon das Finale. Es sind jetzt, wie gesagt, so 3 Kilometer noch. Und dann ist... Ja, also wir werden das sicher zelebrieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Video dann schon bei der Ortstafel, sprich beim Willkommensbogen, dann stattfindet. Also bis dann. Was soll man sagen? Das haben wir wieder mal am Ziel. Und wie beim letzten Mal zeige ich euch das auch hier vorher schon einmal. Warte mal, die Linse putzen ein bisschen. Sehr unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Man kann das in Worte ja gar nicht fassen. Es ist 6 Tage lang sind wir marschiert. Und ja. Sagen, das große Ziel erreicht. Es sind jetzt nur ein paar Meter und ja, sag auch mal was. Es ist unglaublich. Geht's mit uns die letzten Meter ins Ziel? Das ist wirklich wie ein Zielanlauf, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nach 6 Tagen, nach 150 Kilometer. Das kann man nicht beschreiben, das muss man miterleben. Unbeschreiblich im Ort und ja, da vorne sehen wir auch schon die Passivjäger, die uns, ich melde mich dann noch einmal, wir müssen jetzt einmal Fotos machen, ein Auto kommt da, müssen wir auf Zeiten gehen. Leute, ich melde mich nachher nochmal. Ja, was soll man sagen? Außer und ja, es war sehr emotional hier hereinzukommen. Ein Wetter auch wieder Glück gehabt, wie damals schon. Tja, was soll man großartig sagen? Ich zeige euch jetzt die Basilika noch von vorn. Und diese 6-tägige Reise, unglaublich.
sagen, außer dass man das Joe wieder davon rennt. Jo. Ja, vielleicht bleibt er mal stehen, das wäre mal eine Idee. So. Ja, wir sind eigentlich unter Zeitdruck, weil ja, wir sind am Ziel, wie der Peter ja schon Vorführung gemacht hat, wird haben, wahrscheinlich, ne? Wir suchen jetzt noch eigentlich unser Schnapslokal. Ja, das ist da unten. Aber stimmt, wir müssen jetzt noch durchgehen. Wir sollten ja noch was einkaufen, es ist 10 nach 1. Ja, also werden wir uns wahrscheinlich vom Zug nehmen.